So sieht Backpackers in Paradise von draußen aus. Könnte irgendwie denken, dass das, naja, eine Garage für Autos oder sowas sein könnte. Und da haben wir es. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Hey Leute, so, ich bin jetzt von Byron Bay mit dem Bus, mit dem Greyhound Bus weitergefahren und bin jetzt in Surfers Paradise. Leider nur für eine Nacht und ich bereue es jetzt schon, denn es ist mega geil hier und das Hostel selber ist auch echt ziemlich geil. Also ich würde sogar sagen, das ist von den Hostels, bei denen ich jetzt war die letzte Zeit, bin jetzt fast seit einem Monat hier in Australien und in den paar Hostels, in denen ich war, muss ich sagen, ist das jetzt echt das Geilste. Also es kommt einfach voll geil, es ist richtig cool hier. Ich zeig einfach mal kurz, wie ich wohne, ne? Das da, ein Bett. Dann halt so, wie es halt üblich ist, mehrere, weil ich nehme ausschließlich immer Dorm, weil es halt einfach das Billigste ist. So, dann hat man hier einen kleinen Tisch mit Spiegel. So, hier ist nochmal ein separater Raum. Und hier ist es halt so gemacht, dass hier dann die Mädels ihr Quartier haben. Ihr hört schon draußen die Leute da hier Party machen. Ja, wir können mal kurz rausgucken. Ja, guck mal, einer pennt dort. Und da unten spielen sie Bierpong. Ja. Und sogar die beiden Mädels mit dabei, die ich kennengelernt habe. Und der andere spielt, der kommt auch aus Köln. Der macht ja auch gerade sein Semester, der arbeitet hier. So. So, das war's von hier drinnen. Und, naja, genau, das ist das Bad. Muss man dazu auch sagen, das Bad ist der Oberhammer. Auch wenn manche jetzt sagen, so, hier, das soll der Oberhammer sein. Sieht ziemlich dreckig aus oder auch nicht. Aber das Krasse ist, also, ihr müsst die anderen Hostels sehen, in denen ich war. Also, das hier ist auf jeden Fall ein mega Upgrade. Also, das ist richtig geil hier. Macht voll Fun. So, dann habe ich meinen Schlüssel, ich glaube, ja. Gehen wir mal raus. So, hier unten. Ah, ist ein bisschen dunkel. Und wir liegen da hinten. Oh, was für eine Hollywood-Schaukel. Und wenn man jetzt noch ein Stück runter geht. Machen wir ein bisschen schnell hier. Ist ein Pool. Man könnte quasi von hier oben runter springen. Das regt mich gerade noch mehr auf. Ah, es ist am letzten Tag Backflip reinmachen von hier oben. Übelst geil. Ah, hier, guck mal, wie es von draußen aussieht. Hm, auch ziemlich cool. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from Elysium and let it burn. Gotta know that nothing lasts forever.
Moin moin Leute, so mein Fazit zu Surfers Paradise. Ich war jetzt leider nur einen halben Tag hier und eine Nacht. Hab halt ein paar Aufnahmen gemacht, wie ihr gesehen habt. Ich würde auf den ersten Blick sagen, es ist eine Partystadt, eine ganz coole Stadt auf jeden Fall. Für mich persönlich ist es jetzt nichts Großes. Also ich habe schon andere Städte gesehen, wo ich lieber sein würde. Aber für jeden Partygänger ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Der Strand, der ist auch super, sieht sehr sauber aus, sehr cool. Der Blick wie vom Strand aus auf die Stadt oder von der Stadt aus auf den Strand auch sehr super. Wie in allen anderen Städten kann man hier auch surfen oder Whale-Watching oder Diving, dass man dann irgendwie Fische per Hand füttern kann und so, habe ich gesehen. Ansonsten gibt es hier so, habe ich auf den ersten Blick jetzt nichts irgendwie Spektakuläres gesehen, was es nicht in anderen Städten auch gibt. Aber wenn man von Sydney nach Cairns oder umgekehrt die Reise an der Küste lang macht, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, mal einen kurzen Stopp zu machen und hier vorbeizuschauen. Das war's wieder von mir, euer Handtrixer. Wenn irgendwelche Fragen sind, in die Kommentare und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Haut rein, macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns.